Liebe Aachener Community, mein Name ist Jörg von der Lage, ich bin der Betreiber vom Büchelmuseum in Aachen. Viele von Ihnen kennen uns bereits und wir freuen uns jetzt mit der neuen Ausstellung Aljasch Fui und Louise Amelie begrüßen zu können. Sie haben eine fantastische Fotoserie aus Harlem in New York bei uns präsentiert. Wir würden uns freuen, dass Sie unsere Ausstellung zahlreich besuchen würden. Eigentlich sollte die Ausstellung heute starten, aber aufgrund der Corona-Epidemie müssen wir die Ausstellung verschieben. Sie steht jetzt, ist fertig und wir warten nur auf die Freigabe, dass wir beginnen können. Aber ich möchte Sie heute schon einladen, auf einen kleinen Rundgang durch die Ausstellung mit uns zu gehen und die schönen Bilder jetzt schon bewundern zu können. Hallo liebe Bad Aachen Community, ich bin Louise Amelie und das ist Aljasch Fuis. Wir sind zwei Fotografen aus Berlin und freuen uns, Ihnen im Büchelmuseum unsere Ausstellung Soul Harlem vorstellen zu dürfen. Das hier ist Woman in Blue, eins unserer bekanntesten Bilder der Serie, auf Deutsch die Frau in Blau. Und ihr sind wir, so wie sie hier zu sehen ist, in diesem Kleid vor dieser blauen Wand begegnet. Für uns steht sie symbolisch für den Charakter des Bezirkes. Sie ist stolz und trägt mit Würde ihr unglaublich schönes blaues Kleid. Also in unserer Ausstellung zeigen wir verschiedenste Straßenszenen und Porträts. Unter anderem haben wir ihn porträtiert. Er ist der Gründer der ältesten Jazzbar in Harlem und somit sehr, sehr wichtig für den Bezirk und wurde unter anderem von Michelle und Barack Obama gekürt für seine Dienste für die afroamerikanische Gesellschaft in Harlem. Uns ist es wichtig, dem Betrachter beim Besuch der Ausstellung das Gefühl zu geben, durch den Bezirk Harlem zu spazieren und selbst sich einen Eindruck zu machen. Hier auf diesem Bild sieht man sehr schön, in welcher Gegend wir uns bewegen. Nördlich des Central Parks, nicht dort, wo die großen Häuser sind, sondern in Harlem, hier in dieser Gegend. Wir beide haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit auf den Straßen Harlems verbracht. Wir haben ein gesamtes Jahr da gelebt, sind dreimal umgezogen, um den Bezirk in allen Facetten und allen Bereichen kennenzulernen. Wir haben 6 bis 8 Stunden täglich auf den Straßen verbracht und uns sehr, sehr viel mit den Leuten unterhalten.